ruft mich der Typ von der Immobilienfirma an. Ja, Herr Krehr, ja, das klingt gut. Ja, so. Ich so, wie was? Ja, na, wegen dem Brief, wegen den 10.000 Euro. Ich so, hä, welcher Brief mit 10.000 Euro? Darunter sind unter anderem Morddrohungen. Ne? Da bin ich hin, da fragt er mich so, Herr Krehr, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie Feinde? Das ist lange kein so Labor-Video mehr aufgenommen. Tja, Freunde, also seid gegrüßt zu diesem Labor-Video. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, hier soll es um all die Dinge gehen, die auch so negative Aspekte sind, wenn man in der Öffentlichkeit steht, also Videos macht, die sich Leute halt einfach anschauen. Denn da sind immer auch ein paar dabei, die dich nicht leiden können, egal was du machst, mal mehr, mal weniger. Und das betrifft, glaube ich, alle, die irgendwo online präsent sind, ne? Und irgendwie im öffentlichen Leben stehen. Egal wie klein oder groß, ich würde sagen, so dieser gewisse Prozentsatz an, eigentlich passt das Wort Hater am besten, der ist, glaube ich, immer da. Nur wenn du mehr Zuschauer hast, hast du natürlich auch in absoluten Zahlen mehr von diesen Menschen dabei. Und damit auch effektiv mehr Probleme letztendlich. Ne? Also um eins gleich vorwegzunehmen, das soll kein Jammervideo oder irgend sowas sein. Ne? Ich finde es eigentlich, naja, witzig würde ich auch nicht unbedingt, also manche Dinge sind sehr witzig. Ich zeige euch gleich ein paar Schreiben. Ich haut euch in die Ecke. Manche sind wirklich witzig. Andere haben mir schon Schmerzen zugefügt. Nicht bloß mentaler Natur, sei es darum, dass ich bei der Polizei gesessen habe. Sondern natürlich auch finanzieller Natur halt. Also ich habe halt auch gut und ordentlich Strafen gezahlt. Insgesamt bin ich für dieses YouTube-Ding schon mega dankbar. Man weiß nie, wie lange das geht, wie lange man A, Bock drauf hat, Videos zu machen und B, wie lange auch Leute irgendwie noch bereit sind, sich das anzuschauen. Der ganze Spaß läuft jetzt seit 5 Jahren oder sowas. Davon kann ich 3 Jahre jetzt von dem ganzen Quatsch leben. Nicht bloß von YouTube, sondern von allem, was dazugehört. Und ich habe das schon deutlich gemerkt, je erfolgreicher ich geworden bin, desto größer sind letztendlich auch die Probleme geworden. Wobei ich mich da ja noch glücklich schätzen kann. Ne? Also mein Kanal ist ja noch relativ klein. Ne? Es gibt ja noch andere Größen. Da will ich gar nicht wissen, was da alles abgeht im Hintergrund, auch wenn du auf die Straße rausgehst und sowas. Ne? Das ist nicht selten, dass ich draußen auf der Autobahn unterwegs bin und Leute halten neben mir an mit dem Auto, also fahren gleiche Geschwindigkeit, winken und hupen oder wollen mal ein Foto machen oder man trifft sich hier auf der Straße oder hier auf meinem Bauplatz, tauchen täglich fast Leute auf und stehen vorm Tor und wollen rein und so weiter halt. Ne? Das gehört halt alles dazu. Das ist, ganz oft trifft man auch tolle Menschen. Ich hätte meinen Bauplatz zum Beispiel hier nicht, wenn ich nicht vom Thomas damals angesprochen worden wäre. Das ist nun mittlerweile etliche Jahre her, aber es ist halt ganz oft halt auch so, wenn du irgendwo am Bauen bist, am Werkeln bist, dass es einfach dann auch wirklich nervt. Ne? Deswegen, wenn man sich unterwegs spontan trifft, Freunde, können wir gerne mal eine Runde quatschen, das ist alles kein Problem, je nachdem, wie es halt zeittechnisch bei mir oder bei euch aussieht, aber besucht mich bitte nicht mit Absicht an den Plätzen, wo ihr wisst, wo ich sein könnte oder wenn ihr einfach wisst, wo ich bin, kommt nicht extra hingefahren und besucht mich und erwartet quasi, dass ich jetzt, weil ich Videos mache, für euch auch sofort Zeit haben muss. Ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten ist das so, die denken, okay, der macht Videos, der zeigt die und wenn ich den dann besuche, muss der halt auch Zeit für mich haben. Ne? Aber das ist nicht so. Ne? Als ich damals angefangen habe, die Videos zu machen, hätte ich niemals gedacht, dass das sich so viele Menschen anschauen. Ne? Ich habe die einfach gemacht, um was zurückzugeben, weil YouTube mir geholfen hat. Also YouTube-Videos haben mir geholfen, mein Auto damals umzusetzen. Und dann ist das einfach so letztendlich gewachsen. Und es ist bis heute so für mich, dass wenn ich Menschen nicht in echt treffe, ist das für mich im Kopf nicht so präsent, dass ich das so viele Menschen anschauen, die Videos. Ne? Wie gesagt, aber immer alles relativ. Meine Videos, die haben, manche haben so 40.000, 50.000 Aufrufe. Dann habe ich welche, die haben Richtung 1 Million, auf dem englischen Kanal auch einige über 1 Million. Aber das sind alles nur Zahlen, das spielt eigentlich wirklich kaum eine Rolle. Klar pusht das Ego ein bisschen so, Leute gucken sich meine Videos an und so weiter halt, was dann so im Kopf abläuft, so ein Quatsch. Aber im Endeffekt sind das für mich alles nur irgendwelche Zahlen, das ist so ein virtuelles Ding, so ein bisschen wie ein Spiel fühlt sich das an. Erst wenn man im echten Leben auf Menschen trifft, und da bin ich meistens ziemlich schüchtern, wenn ich irgendwie auf die treffe, und bin auch immer wieder so ein bisschen wie, okay. Man ist immer noch so, das ist für mich nicht präsent. Das ist für mich irgendwie, ist das im Kopf nicht so präsent, als wenn die Menschen echt vor dir stehen würden halt. Ne? Mal abgesehen von negativen Kommentaren, wo Leute dich triggern wollen, wo auch ein ganz interessanter Fakt ist, und das habe ich bei anderen Menschen beobachtet und bei mir auch, es ist irgendwie so, ein negativer Kommentar, der ist irgendwie viel schwerer zu verdauen, sag ich mal, beziehungsweise wiegt viel schwerer als ein positiver. Und da hat mir der Thilo Vogel mal gesagt, und das ist, glaube ich, ziemlich treffend, ein negativer Kommentar
braucht 10 gute, um den irgendwie aufzuwerten. Und das ist nicht bloß bei Kommentaren so, das ist bei Menschen auch meistens im echten Leben so. Ne? Du kannst bei DHL 100 Pakete pünktlich kriegen, dann kommen 2 zu spät oder gar nicht, dann ist gleich alles scheiße halt. Ne? Da musst du erstmal wieder 100 Pakete kriegen, bis das wieder aufgewogen ist, sage ich mal. Aber das war halt auch ein tolles Learning, also so reflektionstechnisch ist das, ist der YouTube-Kanal eine mega geile Sache für mich letztendlich gewesen, weil ich mich selbst in den Videos gesehen habe. Ich konnte reflektieren, bist du das wirklich oder spielst du gerade irgendetwas, ne? Und konnte dadurch auch ziemlich viele Diskrepanzen in meinem Kopf aufdecken und konnte auch stabiler, stärker werden, sag ich mal, durch die Kritik, die man auch gekriegt hat, wo mir es am Anfang ultra schwer gefallen ist, mit umzugehen, auch heute manchmal noch schwer fällt, umzugehen, wenn du gerade einen scheiß Tag hast oder irgendwas. Und dann gibt es Kommentare, dann drückt jemand genau auf den richtigen Knopf bei dir und dann fängst du an zu schreiben und dich zu rechtfertigen und dein Ego ist getriggert und ja. Da sind aber dann wirklich die Leute, die feinfühlig sind, die wissen, welchen Knopf sie bei dir drücken müssen. So einfache Dinge wie diese klassischen Beleidigungswörter wie du A-Loch und was es nicht alles für gibt, das prallt an dir ab, das juckt dich halt gar nicht mehr. Aber wenn jemand genau das richtige Knöpfchen drückt, dann, aber daraus kann man halt viel lernen. Man kann da danach seine Reaktion beobachten und sieht, Krea, was hast du, warum, was hast du schon wieder gemacht? Und dann sieht man, okay, da muss ja vielleicht was dran sein, wenn der das schreibt, wenn ich das so aus der Reserve lockt, ne? Also um das jetzt gar nicht weiter mit den Kommentaren ausweiten zu wollen, was ich damit sagen wollte, ist dieses YouTube-Ding, hat mich in meinem Kopf, hat natürlich auch negative Aspekte, diese Aufmerksamkeit darf man nicht vergessen, hat auch mega viele negative Aspekte. Man sieht es bei Kindern, die irgendwie, oder Jugendlichen, die nur noch quasi ihren Selbstwert anhand von Likes von Instagram-Fotos definieren, das ist ganz oft so. Und dann auch sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten, was ihr Äußeres angeht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen letztendlich. Ne? Ich denke, das ist ein riesengroßes Problem und das beobachte ich bei mir auch. Ich merke, wenn wir zum Beispiel diesen Marco-Stream gemacht haben, und das gucken sich so viele Leute an, bekommt die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, dass man davon auch erstmal wieder runterkommt. Aber wirklich was dagegen tun kannst du nicht. Es löst in dir auch Schmerz aus. Vor allem, wenn du es dann nicht mehr hast, wenn der Stream dann aus ist, wenn du vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommst, wie du sie früher bekommen hast. Ne? So, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie so, wie man öfters ältere Leute hört, ach ja, damals, ne, wo ich noch jung war, ja, da hatte ich auch mal eine Firma und da war ich jemand so, ne? Also diese Erzählungen, dass man sich dann so an alten Erfolgserlebnissen so dran festhält und das dann benutzt, um sich wieder ein bisschen besser zu fühlen, wie auch immer. Und das merkt man halt auch bei dieser ganzen Geschichte. Du bekommst Aufmerksamkeit, die macht was mit dir, du gewöhnst dich dran, wenn die wegfällt, ist es ein Problem, ne? Das löst sich, das drückt sich dann einfach in einem komischen Gefühl, in einem komischen Verhalten aus. Und ich war nie psychisch der stabilste Mensch. Ich bin eigentlich ein relativ labiles, sensibles, zerbrechliches Wesen, ne? Kann das vielleicht gut überspielen, würde ich nicht sagen, weil das, so wie ich jetzt rede, so bin ich auch. Also so bin ich auch im Real Life weitestgehend. Natürlich ist im Real Life meistens keine Kamera dabei, aber wenn ich mir meine ersten Videos angucke und die neueren angucke. Now we are inside the car and I show you now some parts of my build. Dann ist das schon, diese jetzige Variante, viel näher an meinem wahren Selbst als das, was ich noch vor 4 Jahren vor der Kamera gezeigt habe. Das ist ja normal, man entwickelt sich halt ja auch immer ein bisschen weiter. Ne? Ja, und das sind so Dinge, das muss man sich im Klaren sein. Ich glaube, das ist der größte negative Aspekt, dass das mit dir psychisch was macht, was vielleicht nicht ohne weiteres umkehrbar ist und wenn dann mit Schmerzen verbunden ist. Das wird mit psychischen Schmerzen letztendlich verbunden sein. Und da bin ich wirklich froh, dass der ganze Mist nicht noch größer geworden ist. Zur Fahrradwohnwagen Hochhype-Zeit war es schon ziemlich krass. Da konnte ich mit dem Fahrrad oder mit dem Fahrradwohnwagen nicht mal aus der Ladentür rausfahren. An der ersten Kreuzung haben die ersten Leute schon mich erkannt. Und klar, das ist toll, irgendwo auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie gesagt, man fühlt sich gebauchpinselt. Und ich will mich darüber nicht beschweren, verstehe das nicht falsch. Das ist wirklich super. Und ich bin jedem von euch dankbar, der mir diese Anerkennung gibt. Ohne Frage. Ich will nur darüber sprechen und auch mitteilen, dass das Ganze auch seine negativen Aspekte hat. Ne? Ich finde, das ist wichtiger, weil da sehe ich, ich bin eigentlich ein schlechtes Vorbild, aber bei sowas, das sind Dinge, die sind mir wichtig, dass ich das kommuniziere. Weil ganz oft wirkt das nach außen hin einfach nur so, als wäre diese ganze Social-Media-Welt mit Leuten, die ihr Geld verdienen mit YouTube, Instagram und so weiter, dass das alles so das Geilste ist, was du machen kannst. Es hat genauso seine negativen Aspekte und es kann sein, dass das für einige Menschen zerstörerischer ist für die Psyche als positiv halt das irgendwie sein könnte durch Geld verdienen und so weiter halt. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, was so der Hauptberufswunsch von Jugendlichen heutzutage ist, das ist nicht mehr Pilot, Arzt, Krankenschwester war es glaube ich nie.
Polizist oder irgend sowas. Es ist Streamer, YouTuber, sowas halt. Ne? So, schaut euch mal an, wie viel Prozent von der deutschen Bevölkerung zum Beispiel oder von mir aus auch global, der Menschen es wirklich schaffen, mit sowas Geld zu verdienen. Das ist im 0,000 und Bereich halt. Ne? Also das hat noch nicht mal viel was damit zu tun, dass man viel kann. Ne? Da steckt unheimlich viel Arbeit drin, ohne Frage. Das ist Komponente Nummer 1. Aber die andere Komponente ist auch Komponente Nummer 2. Du musst zur rechten Zeit am rechten Ort sein einfach. Also da spielt auch Glück eine Rolle. Ne? Also du musst auf jeden Fall Glück haben, beharrlich sein und Arbeit, Arbeit, Arbeit ohne Ende reinstecken. Meine Arbeitszeit an sich, die ist auf jeden Fall deutlich höher als damals, als ich im Angestelltenverhältnis war oder mein Laden hatte. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema des Videos. Ich habe mich schon verplappert. Fangen wir mal an mit Punkt 1. Ne? Es gibt ja, wie gesagt, die negativen Kommentare, aber es gibt auch private Nachrichten, die man bekommt, die so öffentlich für euch nicht zu sehen sind. Und da sind unter anderem in den letzten Jahren ziemlich heftige Dinger gefallen, wo ich am Anfang ein bisschen mit zu knaubeln hatte, aber mittlerweile sehr gut damit klarkomme, weil man bekommt ein dickes Fell, was das angeht und scheinbar muss es dazugehören. Darunter sind unter anderem Morddrohungen, ne? Also wirklich mich kalt zu machen und so eine Späße, sag ich mal. Oder mir einfach Schaden zuzufügen, körperlicher Natur, oder auch meinen Liebsten Schaden zuzufügen, Kari oder meinen Freundinnen oder Familie und so weiter halt. Ne? Das ist auch dabei und das finde ich ziemlich geistesgekrankt, logischerweise. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, das zu tun. In den Menschen muss es wirklich ziemlich, ziemlich grausig aussehen, weil ich bin jetzt sicherlich nicht der perfekteste Mensch und ich habe charakterliche Schwächen ohne Frage und ich sehe die auch. Man kann halt nur manchmal aus seiner Haut nicht raus, man merkt es oftmals erst später. Ich verhalte mich manchmal auch meinen Menschen gegenüber, die ich gern habe, wirklich nicht gut. Wenn ich das im Nachhinein dann manchmal so sehe, dann muss ich mich auch dafür einfach mal entschuldigen. Ne? Das mache ich dann auch, ne? Wenn man es zumindest gesehen hat. Ich weiß, dass ich kein perfekter Mensch bin. Ich weiß, dass ich reichlich mit meiner eigenen Psyche, meinem eigenen Wesen zu tun habe. Und ja, arbeite da auch dran, sag ich mal, ein besserer Mensch zu werden letztendlich. Ne? Aber nichtsdestotrotz gehen solche Aussagen einfach gar nicht. Ne? Das ist inakzeptabel halt. Ne? Eine Drohung war zum Beispiel auch gerade, als ich das Tiny House fertig gebaut hatte, da gibt es ja die Playlist auf dem Kanal. Da habe ich 3-4 Monate richtig durchgezogen und hat natürlich auch einen ziemlich krassen Projekttunnelblick, was auch hier gerade bei Helge der Fall ist. Hier habe ich auch gerade einen ordentlichen Projekttunnelblick. Man steigert sich richtig rein in gewisse Dinge, weil ich bin dann so, ich möchte es dann so gut machen, wie es geht. Ich kann mich nur schwer damit abfinden, wenn ich die Kontrolle verliere, weil irgendetwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dann steigere ich mich da immer mehr rein. Und das war beim Tiny House auch so. Ich hatte einen richtigen Projekttunnelblick. Und als das Ding dann fertig war und endlich alles geschafft war und so der ganze Stress auch langsam angefallen hat, von mir abzufallen, gab es dann so Drohungen wie, ich werde dir, wenn du nicht da bist, dein Tiny House abfackeln und so eine Späße halt. Ne? Also das ist, ja, kann man sagen, ach, das ist bloß Geplapper und so, aber es macht erstmal was mit dir. Gerade wenn das für dich neu ist, ne? Wenn du das so ein Feedback vorher noch nicht bekommen hast. Mittlerweile komme ich damit ganz gut klar. Das war wie damals, als ich meinen Computerladen aufgemacht hatte. Der wurde gleich am Anfang 2-mal eingebrochen. Da beim ersten Mal war ich auch total erschüttert. Beim 2. Mal war es schon besser. Dann habe ich mir einfach geguckt, wie ich das verhindern kann. Und dann war das gut. Es macht zwar auch nachhaltig was mit dir natürlich, also wie diese Einbrüche, genauso auch wie diese Drohungen. Das setzt in deinem Unterbewusstsein irgendwelche Anker, irgendwelche Dinge da. Du wirst vorsichtiger, du wirst misstrauischer. Aber man muss gucken, dass einen das nicht zu sehr beherrscht. Das sind so mental schon eigentlich mit die schlimmsten Dinger. Ansonsten hatte ich auch schon bei der Polizei gesessen, wegen, da waren einmal auf einem Video Polizisten mitzusehen, das war glaube ich gerade irgendwie die Wasserpolizei war zu sehen. Und ja, da musste ich zur Polizei, das hatte ich auch schon mal im Video glaube ich ausgeführt, bin mir nicht ganz sicher. Da bin ich hin, da fragt er mich so, Herr Kreher, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie Feinde? Ich so, wieso? Ja, bei uns gehen ja hunderte von Anzeigen gegen sie ein. Ich so, naja, das ist, da gucken Sie sich den YouTube-Kanal mal an, das bringt es sicherlich da mit sich. Und weil ich natürlich auch mich nicht immer wahrscheinlich gesetzesgetreu genug verhalten habe, es ist ja auch gar nicht so einfach bei den ganzen Gesetzen. Und natürlich dann für Leute, die dir irgendwie einen reindrücken wollen, immer irgendwo ein bisschen eine Angriffsfläche da ist, damit sie dir da halt eine reinwirken können halt. Ne? Ja, die Sache bei der Polizei, die wurde dann zum Glück irgendwann nach meiner Aussage fallen gelassen, aber es kostet dich erstmal Nerven, weil du kriegst den Brief, du musst dann erstmal dahin fahren mit denen reden, es kostet dich wieder Nerven und dann irgendwann kriegst du das Urteil, was auch immer da halt dann passieren soll halt. Ne? Tja, dann habe ich schon richtig viel Kohle im vierstelligen Bereich für Drohnenflüge bezahlt, deswegen seht ihr aktuell auch keine Drohnenflüge mehr. Wobei ich mittlerweile dafür eine Lösung habe, wie man das machen kann, ohne dass man
rechtlich angreifbar ist. Ne? Also andere zeigen ja auch, dass das geht. Und ich habe mich dabei einfach auch ein bisschen dumm angestellt. So, ne? Beziehungsweise ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass an den Stellen, wo ich die Aufnahmen gemacht habe, dass wenn ich da mit so einem 250 Gramm Joghurtbecher, der so groß ist wie die Tasse plus Flügel, ne, so eine Ultraleichtdrohne, auf einer Wiese, auf einem Fahrradweg eine Aufnahme von mir mache, dass das so ein riesengroßes Problem ist halt. Ne? Aber ist es offensichtlich, weil ich kann es zum Teil auch verstehen, viele Leute machen richtig Scheiße mit Drohnen und deswegen sind die Gesetze immer stärker geworden halt. Ne? Tja, also deswegen hatte ich dann damals auch aufgehört, weil die Strafen für die Drohnengelder, die haben dann halt den Verdienst von den Videos weggefressen halt. Ne? Also zumindest von den Videos, wo du die Drohne hattest. Also das war dann ein Minusgeschäft sozusagen. Deswegen mache ich auch das Video, weil das letzte Anzeigenvideo hat so viel Kohle reingebracht, dass ich die letzte Drohnenstrafe bezahlen konnte. Deswegen like das Video, schreibt was drunter, guckt es einfach an, lasst es nochmal durchlaufen, was auch immer. Das hilft mir, dass ich dann diese Bußgelder bedienen kann. Und in Zukunft dann auch mit besseren Aufnahmen weitermachen kann. Ich blende euch hier zum Beispiel mal ein Schreiben ein, wo ich uralt, habe ich erst vor kurzem bekommen, für uralte Videos da bezahlen musste. Mittlerweile sind aber quasi alle Verbotsvideos abgefrühstückt, weil die lieben Hater ist eigentlich wirklich das passendste Wort, ne? Bringt es auf den Punkt, mittlerweile wahrscheinlich alles abgegrast haben und akribisch aufgeschrieben haben und so weiter halt, ne? Natürlich auch so Hackerangriffe und sowas hast du auch, dass Leute versuchen, deine Accounts und sowas reinzukommen. Wobei ich nicht glaube, dass das direkt eine Hater-Sache ist. Man weiß es nicht genau, sondern halt auch einfach so ein Ding, Leute denken, du hast Kohle und du wirst, die können sie dir dann halt letztendlich wegnehmen. Ne? Man muss halt auch als YouTuber immer aufpassen, dass man irgendwie seine Seele nicht verkauft. Und ich sage nicht, dass jetzt jeder, der für Waifu zum Beispiel Werbung macht, seine Seele verkauft. Für mich zum Beispiel würde es überhaupt nicht klar gehen, so ein Zeug zu verkaufen, weil ich finde es einfach scheiße und ich glaube nicht, dass das gut ist. Ne? Und das mit auch mit diesen ganzen Versicherungs-Apps und NordVPN und was es da nicht alles gibt halt. Ne? Also für mich würde das nicht klar gehen. Deswegen habe ich mich damals halt auch vor ein paar Jahren entschieden, halt keine Placements mehr zu machen. Deswegen habe ich gar nicht so viel Kohle, die man mir wegnehmen kann. Und wenn man ein bisschen was abfällt von irgendeinem Sonderevent oder irgendwas, dann stecke ich das meistens gleich in sowas rein, um irgendwas Cooles für mich, für die Familie zu machen, ein Projekt umzusetzen, für euch Content damit zu machen letztendlich halt. Das wird mir wahrscheinlich irgendwann mal das Genick brechen, weil Placements wirklich die größte Einnahmequelle von YouTubern sind. Das ist nicht die Werbung, das sind nicht die Mitgliedschaften. Die Mitgliedschaften retten mir hier allerdings so weit den Arsch. Deswegen vielen Dank, Leute, das ist echt super von euch, dass es überhaupt in der Form Videos geben kann. Ne? Ansonsten wäre das nur mit den Werbeeinnahmen in den Videos, wäre das nicht umsetzbar. Technisch und auch alles, was ihr gesehen habt, das wäre nur mit den Werbeeinnahmen nicht umsetzbar. Ne? Das kannst du vergessen, zumindest nicht in meinem Fall. Wie gesagt, bei Helge wird es ein Batterieplacement wahrscheinlich geben. Da bekomme ich aber kein Geld. Ich bekomme die Batterien. Das ist halt die Firma, wo ich die Batterien auch für alle anderen Autos, die ich ausgebaut habe, bezogen habe. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich könnte mir das ehrlich gesagt so nicht leisten, wenn ich jetzt mit diesen Batterien und diesen ganzen Solarkrempel, den ich für Helge brauche, jetzt wirklich selber kaufen würde in der Form. Ich könnte mir es zum derzeitigen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, das ist keine Lüge, nicht leisten, sodass da noch genug Geld übrig ist, dass wir auf Weltreise fahren können. No way, da geht ja auch Diesel drauf und so weiter. Selbst das wird schon knapp halt werden. Ne? Und deswegen bin ich echt froh, dass ich das, weil die hätte ich mir sowieso da gekauft und bestellt. Deswegen bin ich da froh, dass die Firma gesagt hat, ey René, du hast damals schon die Videos für uns gemacht, das ist gut gelaufen, wir haben viele Batterien verkauft und ich finde die wirklich geil, die Batterien, was die geleistet haben in dem Auto, mega geil. Hier, baut ihr quasi rein, was du willst und wir sponsern es dir. Da bin ich so dankbar für und das nehme ich natürlich auch mit. Aber es ist natürlich was anderes wie für jede Woche für NordVPN, für Clark, für irgendeine dumme Powerstation, die nur Dreck sind, da ständig Werbung zu machen. Halt, ne? So und zu guter Letzt kommen wir zum lustigsten Punkt, der auch wieder eigentlich nicht lustig ist. Auch das werde ich euch dann hier mal einblenden. Ein Hater oder mehrere Hater hatten Spaß dabei zu meinen Vermietern. Ich habe ja mehrere Locations gemietet, wo zum Beispiel das Tiny House gelagert ist, wo ich hier meine Projekte umsetze und ich hatte damals ja auch einen Computerladen. Und da hatten einige Hater wirklich Spaß dran, sag ich mal so, witzige Briefe an die Vermieter zu schicken, die dann mir verdutzt die Frage gestellt haben, was da los ist. So. Wir fangen mal an mit dem Computerladen damals. Das war einer der ersten auch mit. Ich hatte ja einen Computerladen und ich hatte auch das in Streams thematisiert, dass der zurückgegeben werden soll und dass das alles gerade gar nicht so einfach ist mit den
weil der Vermieter da alle möglichen Sachen von mir noch erledigt haben wollte. Die Schäden, die vorher schon da waren, sollte ich dann noch mit erledigen und was weiß ich nicht alles. Und da hat ein Hater einen Brief geschrieben, ich blende euch das hier mal ein, zu der Immobilienfirma. Und ja, in diesem Brief heißt es, Übergabe Ladengeschäft, sehr geehrte Damen und Herren, bezugnehmend auf die Übergabe des Ladengeschäftes in der Breitenfelder Straße 30 unterbreite ich Ihnen folgenden Vorschlag. Da ich das Ladengeschäft nicht in einem sanierten Zustand übergeben kann und mir die Zeit für diese fehlt, unterbreite ich dem Eigentümer folgendes Angebot. Ich bin bereit, eine Abschlagsumme in Höhe von 10.000 Euro in der Einbehaltung meiner Kaution zu gewähren, inklusive Einbehaltung der Kaution zu gewähren. MFG René Kreher. Und darunter auch meine Unterschrift gefälscht. Einfach mal meine Unterschrift gefälscht. Die ist natürlich nicht so. Aber ja, sowas halt. Ne? Ruft mich der Typ von der Immobilienfirma an. Ja, Herr Kreher, ja, das klingt gut. Ja, so. Ich so, wie was? Ja, na, wegen dem Brief, wegen den 10.000 Euro. Ich so, hä, welcher Brief mit 10.000 Euro? Ja, ich so, hab ich denn glaubhaft vermitteln können zum Glück, dass das ein Fake ist halt so. Aufgrund meiner Reichweite. Haben sie mir dann zum Glück auch geglaubt. So, ne? Dann gab es noch so einen witzigen Brief an meinem, ja, da kommt der Stellplatzbetreiber an, wo mein Tiny House gestanden hat. Und sagt mir, also Herr Kreher, wir haben uns in hier Sachen zu Ohren gekommen. Dann wollte ich sie mal drauf ansprechen. Ich so, wie, welche Sachen? Naja, so, dass sie rechts sind und bla bla. Und da hat er mir den Brief gezeigt. Ich blende euch den Brief ein. In dem Brief heißt es vorab, ich will meine Identität nicht preisgeben, da ich davon ausgehen muss, mit Repressalien zu rechnen. Seit letzter Woche haben wir hier auf dem Platz einen Neuzugang. Damit bin wohl ich gemeint. Zu dieser Person solltest du Folgendes wissen. Diese Person ist seit Jahren für rechtsextreme Netzwerke aktiv. Der Dritte Weg, früher Freies Netz Süd, zwischenzeitlich verboten und beziehungsweise arbeitet er im Hintergrund. Ja, natürlich, also den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Er ist sehr gut vernetzt in der Hooligan-Szene. Seine Aufgabe ist es, die Steuerung im Bereich der Software bzw. den Internetauftritt der Partei. Das ist der linksautonomen Szene nicht unbekannt. Es gab schon in den letzten Jahren etliche massive Aktivitäten gegen diese Person, sein Büro und seinen Wohnsitz, seine Freundin, was auch der Grund für seinen Ortswechsel ist. Was ich damit sagen will, mir ist im Grunde egal, wen du als Dauercamper aufnimmst. Sollte es aber zur Beeinträchtigung dieser linken Szene hier auf dem Platz kommen, man kennt es aus den Medien, so werde ich meine Konsequenzen ziehen und halte, was, ich kann das nicht lesen, und halte späten auch nicht mehr mit meinen Informationen anderen gegenüber zurück. Außerdem bitte ich dich, deine Informationen für dich zu behalten, da die betreffende Person logischerweise keine Zugeständnisse machen wird. Ich glaube, ich brauche nicht dazu sagen, dass das Bullshit ist. Also ich bin eine der unpolitischsten Personen, die es irgendwie, glaube ich, nur geben kann halt. Ne? Ja, sehr witzig sowas halt. Ne? Da stehst, da guckst du aber erstmal nicht schlecht, wenn dann der Eigentümer mit so einem Brief vor dir steht. Zum Glück bin ich mit denen alle, ich bin mit den Leuten überall ganz gut gestellt. Die wissen, wie ich bin. Was ich bei sowas halt auch immer saubeschissen finde, ist die Leute, die sowas schreiben, die sowas machen, die nehmen keine Rücksicht auch auf andere halt. Ne? Die nehmen keinerlei Rücksicht auf Dritte. Dritte kriegen eventuell ein mentales Problem durch solche Briefe, kommen in irgendeine Diskrepanz, haben dann dadurch vielleicht Probleme und das juckt die Leute nicht, die das machen, weil die so in ihrem Hass sind, dass sie darauf scheißen, dass dafür auch noch andere irgendwo, dass auch andere noch deswegen Probleme bekommen. Ne? Wobei, wie gesagt, ich muss das ja noch eine relativ witzige Variante. Ich glaube, da gibt es noch ganz andere Nummern, wo Dritte mit reingezogen werden, die richtig beschissen sind halt. Ne? Ich blende euch den ja auch wieder ein. Lieber Punkt, Punkt, Punkt. Vorerst, wir fühlen uns hier auf dem Platz sehr wohl. Keine Hektik, kein Stress, ein wenig wie in alten DDR-Zeiten. Seit ein paar Monaten haben wir einen neuen Bewohner, welcher durch seine Art und Weise etwas aus dem Ruder läuft. Damit bin wohl ich gemeint. Was für uns okay ist, wenn dieser Herr hier mit laufender Kamera unseren ganzen Platz und unsere Bunkerlos abfüllt. Von meinem Neffen habe ich erfahren, dass er Bilder live oder als Video bei YouTube oder Teich veröffentlicht und damit sein Geld verdient. Damit ist wohl Twitch gemeint. Regelmäßig veranstaltet er sogenannte Livestreams mit F geschrieben. Entschuldigung, meine Rechtschreibung ist richtig scheiße. Ich muss mich eigentlich darüber nicht aufregen. Aber Teich und Livestreams mit F ist schon gut.
Und da sein Standort unter seinen Fans auch bekannt ist, kann man regelmäßig beobachten, wie sich hier Leute auf dem Platz rumtreiben, welche hier nichts zu suchen haben. Das stimmt nicht. Zum Jahreswechsel war es besonders schlimm. Das stimmt auch nicht. Unabhängig davon zieht er in seinem Film auch über die spießigen Nachbarn her und erwähnt dabei auch seinen direkten Nachbarn, nicht in den höchsten Tönen. Nun, ich kann dir nur ins Gewissen reden und hoffe, dass sich diese Zustände nicht verschlimmern. Falls du mal im Internet bist, dann such mal nach einem Drachenlord, welcher seine Fans das Leben zur Hölle machen und auch den ganzen Ort terrorisieren. Und das schon seit 5 Jahren. Ich spreche nicht nur für uns, sondern auch für ein paar Nachbarn und muss dir sagen, wir wollen solche Zustände nicht. Sollte damit nicht in absehbarer Zeit Ruhe einkehren, dann sehe ich mich gezwungen, meinen Anwalt einzuschalten oder mir etwas anderes zu suchen. Viele Grüße und ein gesundes neues Jahr. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ja, so, das sind so die Mittel und Wege, wie die Leute dich dann versuchen, so ein bisschen fertig zu machen, nicht? Aber ja, also auch das sind Dinge, die bringen dich mental weiter, ne? Weil du wächst in deinem Leben nicht an irgendwelchen ganz tollen Dingen, die alle so super sind, sondern du wächst an Scheiße, die dir passiert, ne? An Dingen, an denen du scheiterst, an Herausforderungen, an Problemen, ne? Daran wächst du. Oder brichst endgültig, aber meistens wächst du daran halt, ne? Das ist, glaube ich, ein Wesen, was uns Menschen alle mehr oder weniger ausmacht halt, ne? Ja, Freunde, und damit haben wir jetzt eigentlich das, was ich in dem Video euch mal erzählen wollte, soweit abgehakt. Leider ist es wieder ein bisschen länger geworden, weil ich mehr gelabert hatte, als ich wollte, aber irgendwie passiert das immer. Ja, falls ihr öfters mal so eine Laber-Videos sehen wollt zu bestimmten Themen, dann schreibt die gerne einfach mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann liked das Video, kommentiert es, teilt es weiter oder was auch immer, schreibt einen Kommentar rein, damit möglichst viel Geld mit dem Video verdient wird, guckt euch die Werbung an und so weiter, damit ja, ich einen Teil meiner Unkosten, die ich zu Recht und teilweise auch zu Unrecht zahlen musste, wieder reinbekomme, weil das ist schon alles Kohle, was letztendlich auch für Projekte fehlt. Ne? Ihr habt es ja vorhin gesehen, wenn ich irgendwie 600 Euro Strafe bezahlen muss für einen Drohnenflug, das ist quasi direkt privat zu zahlen. Das heißt, das kann ich nicht steuerlich geltend machen. Das heißt, ich muss ungefähr über den Daumen 1000 Euro verdienen, damit ich die 600 Euro bedienen kann. Halt so, ne? Und das ist schon übel. Ne? Also von daher freue ich mich über jeden Euro, der über dieses Video hier reinkommt, damit das Ganze ein bisschen abgefedert werden kann. Ansonsten, ich danke euch für euren jahrelangen Support, wirklich. Das Helge-Projekt hier ist mega aufwendig und ich habe heute erst wieder was gefunden, wo ich einen Hals wie eine Keksdose kriege, aber das seht ihr in anderen Videos dann halt. Ne? Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und die kleine dicke Kari sagt auch nochmal Tschüss. Sagt dann mal Tschüss, so dickes Pony, einmal winken, 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 winken.